Guten Abend und herzlich willkommen zum ERTV-Ticker am Freitag. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Gestern war es ein langer Abend für die Stadträte im Görlitzer Rathaus. In wenigen Wochen wird ja gewählt, auch das Stadtparlament steht dann wieder zur Wahl und so nehmen Diskussionsfreudigkeit und Schärfe der Debatten wieder zu. Weichenstellungen für die Zukunft gab es am 27. März in der Sitzung des Görlitzer Stadtrates. So wurde beschlossen, im Jahr 2016 gemeinsam mit der Stadt Breslau und der Kunstakademie Breslau das Projekt Görlitz Art in der Neiße Stadt durchzuführen. 2016 wird Breslau europäische Kulturhauptstadt sein und zahlreiche Besucher anlocken. Von diesen Besucherströmen will auch Görlitz profitieren. Breslau wird sich mit Künstlern und mit 25.000 Euro an diesem Projekt beteiligen und die Ausstellung als externen Standort mit bewerben. Verteilt über 3 Jahre kommen 70.000 Euro aus dem Stadthaushalt. Die Kulturstiftung des Freistaates, der Kulturraum und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung beteiligen sich ebenfalls an der Finanzierung. Der Stadtrat beschloss, weitere Maßnahmen zur Entwicklung des Berzdorfer Sees auf der Grundlage der vorgestellten Leitidee von Johann Friedrich Engel. Der entsprechende Antrag dazu wurde durch die Fraktionen CDU, FDP, Bürger für Görlitz und die Grünen eingereicht. Und auf Grundlage dieser Leitidee sollten verantwortungsbewusst und zügig die Vorschläge geprüft sowie ein Plan zur Umsetzung des Machbaren erstellt werden. Auch wenn die einzelnen Punkte der zu beschließenden Vorlage für manchen von Ihnen zu allgemein erscheinen mögen, so implizieren sie doch für unsere Verwaltung den klaren Auftrag, gemeinsam mit den Anrainergemeinden und anderen notwendigen Partnern zur zügigen Umsetzung und Einleitung wichtiger Maßnahmen bis zu einer späteren Auftragserteilung an die EGZ zur gezielten Investorensuche. Für uns Stadträte ist es besonders wichtig, dass die wirtschaftlichen Ressourcen, die der See potenziell bietet, in Form ganzjährig nutzbarer und qualitativ ansprechender Arbeitsplätze geschaffen werden. Mir bleibt es nicht anders übrig. Diese Verlesung hat mich erinnert an einen Text, der schon über 2 Jahre alt ist. Es steht genau dasselbe drin, dieselben Vorschläge, immer das Gleiche, immer die gleichen Sitzungen, Veranstaltungen und so weiter. Und nichts tut sich. Und jetzt sollen wir bis September warten, bis wieder festgestellt wird, es haben 20 Sitzungen stattgefunden und alle haben das gleiche Ergebnis. Es muss endlich etwas getan werden. Ich finde das traurig und ich habe den Hintergedanken, irgendwann klingelt hier der 25. Mai. Hier wird Luft aufgeblasen, um bei der Wahl zu bestehen. Herr Dr. Gleisner, ein bisschen beschäftige ich mich mit dem See und stelle fest, es ist Ziel, mit den anrainenden Gemeinden eine gemeinsame Linie zu finden in der Vermarktung des Sees. Und zwar unter Nutzung Natur, Landschaft, Freizeit und Naherholung mit Tourismus. Wir sind eine Region, die nicht einfach so tun kann, als wenn sie eine Zielführung von 2.000 bis 3.000 Arbeitsplätzen, in wie vielen Jahren auch immer, Schritt für Schritt, sich leisten kann, das nicht zu handeln. Und diese Versäumnisse liegen teilweise in der Vergangenheit. Ich versuche jetzt, eine Einheit hinzubekommen mit den Anrainergemeinden und gemeinsam strategisch vorzugehen. Es ist informiert worden, dass die EGZ in ihrer Aufgabe als Wirtschaftsförderungsgesellschaft die Wirtschaft und Tourismus als Aufgabe hat und genau diese Aufgaben jetzt angeht. Nicht irgendwann, sondern sie prüft und redet und agiert mit Investoren und Maßnahmen. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, weil das, was Sie hier erzählen, einfach nicht die Wahrheit ist. Wenn das Konzept des Stadtrates von Görlitz während dieses Stadtratswahlkampfes sein sollte, dass man sich damit überbietet, den eigenen See und die eigenen Möglichkeiten schlecht zu reden, und das, was man da getan hat, glaubt, wenn man sich hinstellt und der größte Kritiker der Entwicklung am See sei, sei man derjenige, der hier sozusagen mit Volkes Stimme spricht, dann glaube ich sozusagen, dann irrt man. Nämlich, um ganz ehrlich zu sein, wenn bei Ihnen vor der Tür ein Staubsaugervertreter mit einem Staubsauger steht und sie klingelt und sie macht auf und sagt zu Ihnen, das Ding saugt zwar nicht, aber ich würde es Ihnen mal gerne zeigen, dann werden Sie ihn nicht mal über Ihre Türschwelle lassen. Und genau das machen wir nämlich gerade mit unserem See. Wir haben einen wunderschönen See vor der Tür liegen.
Aber was wir allen Leuten erzählen, ob sie es hören wollen oder nicht, ist, dass er nicht funktioniert. Und das mit dem Brustton der Überzeugung, anstatt uns hinzustellen und sozusagen für das, was wir schon haben, zu kämpfen, das zu loben, was tatsächlich gelungen ist, und zu sagen, wir wollen diesen See entwickeln als eine Zukunftsvision. Wenn wir es gelingt, dass wir im Wahlkampf diesen See schlecht geredet haben, dann werden wir ihn auch mit dem neuen Stadtrat, egal wer drin sitzt, nicht mehr sozusagen aus diesem Gerede rausholen. Das haben wir nämlich an anderen Objekten in Görlitz schon hervorragend geschafft. Danke. Im Rahmen der Beschlussvorlage sollen zeitnah konkrete Fragen geklärt werden. Erstens, Feststellung von gebietsgenauen Standorten für Einrichtungen wie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze und für die Hafeninfrastruktur. Zweitens, Vorabstimmung mit den End- und Versorgungsunternehmen zur Bereitstellung der notwendigen Medienanbindungen. Drittens, Abstimmung und Entscheidung zur Namensfindung Görlitzer See. Viertens, Entwicklung einer Vermarktungsstrategie. Da war von Kultur atmen. Als letzter Tagesordnungspunkt stand die Stadthalle auf der Tagesordnung. Der Oberbürgermeister wurde beauftragt, eine detaillierte bautechnische Untersuchung der Schadensbilder an der Stadthalle in Auftrag zu geben und die dringend notwendigen Sicherungsmaßnahmen unverzüglich einzuleiten. Darüber hinaus wurde er beauftragt, die Eignung der Rechtsform einer Stiftung für die Sanierung und die zukünftige Inbetriebnahme der Stadthalle zu prüfen. Kurzfristig soll untersucht werden, ob der kleine Saal der Stadthalle einer Nutzung zugeführt werden kann. Damit ist der Beschluss dem Beschluss auch Rechnung gegeben. Es macht mir immer noch Spaß, Oberbürgermeister zu sein. Die kleinen Bewohner der Kita Benjamin Blümchen in Görlitz-Weinhübel müssen zu Ostern ausziehen. Etwa 4 Monate lang werden sie dann in einem Ausweichquartier untergebracht. Aber es lohnt sich, ihre Kita soll noch schöner werden. Sanierungsarbeiten am Frenet-Kinderhaus in Görlitz-Weinhübel werden fortgesetzt. Das hat der Stadtrat am 27. März beschlossen. Im 5. und letzten Bauabschnitt sollen unter anderem Fenster und Dacheindeckung erneuert und ein Mehrzweckraum saniert werden. Außerdem sind die Installation von Schmutz- und Regenwasserhebeanlagen sowie die Abdichtung der erdberührten Bereiche einschließlich Wärmedämmung geplant. Im Jahr 2010 gab es bereits eine umfassende Sanierung der Elektro-, Heizung- und Sanitärinstallationen sowie von Türen und Bodenbelägen. Es erfolgte eine Neuaufteilung der Sanitär- und Garderobenbereiche. Nun soll das Gebäude endgültig fit für die Zukunft gemacht werden. Da die Bauarbeiten eine erhebliche Beeinträchtigung der Betreuung der Kinder zur Folge haben, wird das Kinderhaus für die Zeit der Innenausbauarbeiten ein Ausweichquartier auf der Erich-Weinert-Straße 30 nutzen. Die Bauarbeiten werden Mitte April beginnen und sollen im August 2014 abgeschlossen sein. Die Sanierungsarbeiten werden etwa 500.000 Euro kosten, rund 250.000 Euro davon kommen aus Kita-Fördermitteln von Bund, Land und Landkreis. Eine Premiere der besonderen Art gab es am Mittwochnachmittag in Görlitz-Weinhübel. Die Bremer Stadtmusikanten spielten auf. Und das nicht nur zur Freude der vielen kleinen Besucher, sondern auch um für einen guten Zweck zu werben. Ein Märchenspiel für Hanna. Die Hortkinder des Hauses Kinderland der Volkssolidarität führten am 26. März 2014 das Märchen Die Bremer Stadtmusikanten auf. Eltern, Verwandte und Freunde waren eingeladen, sich von den kleinen Schauspielerinnen und Schauspielern der 3. und 4. Klassen für ca. 30 Minuten in Grimms Märchenwelt entführen zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler wurden bei ihrer Theateraufführung vom Görlitzer Haus des Gerd-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau mit Kostümen unterstützt. Die Stadtverwaltung Görlitz hatte für die Nutzung der Turnhalle auf der Jonas-Kohn-Straße gesorgt. Zahlreiche Privatpersonen und weitere Unternehmen, wie zum Beispiel die Stadtwerke Görlitz AG, haben die Aktionen für Hanna bereits unterstützt. So wurden unter anderem ein Kuchenbazar und ein Weihnachtsbazar zugunsten der leukämiekranken Schülerin veranstaltet. Auf der Internetseite der Grundschule findet sich sogar ein Lied für Hanna. Aktionen, die dem Mädchen Mut machen sollen. Lehrer und Erzieherinnen wollten mit dieser Veranstaltung noch mehr Menschen dazu gewinnen, an einer Typisierungsaktion teilzunehmen und sich als Blut- bzw. Stammzellenspender für erkrankte Menschen registrieren zu lassen. Mit Begeisterung und Aufregung waren die Kinder der Grundschule Schöpstal bei ihrer Märchenaufführung bei der Sache. Im Märchen Die Bremer Stadtmusikanten finden sich vermeintlich schwache Tiere zusammen und stehen füreinander ein, um gemeinsam mutig das fast Unmögliche zu vollbringen. Sie überlisten die Bösen und schaffen sich nicht nur ein Heim, sondern auch ein neues Leben.
Mit ihrem Märchenspiel wollten ihre Mitschüler Hanna genau diese Unterstützung übermitteln. Ihre Freunde möchten ihr so beim Gesundwerden helfen, damit sie schnell wieder ihre Kraft und Heiterkeit zurückgewinnt. Und diese Botschaft gefiel wohl allen im Publikum, die begeistert die Theateraufführung der Kinder in Görlitz erlebt hatten. Kommen wir nun zu den Kurznachrichten des Tages. Viatea ausgezeichnet. Beim zweiten Innovationspreis Tourismus des Landkreises Görlitz wurde das jahrelange Engagement des Viatea geehrt, noch barrierefreier zu sein. Christiane Hoffmann nahm den dritten Preis von Elvira Mürle, der Behindertenbeauftragten des Landkreises Görlitz, entgegen. Die Preisverleihung fand auf dem Tourismustag im Messe- und Veranstaltungspark Löbau statt. Der Innovationspreis Tourismus wurde landkreisweit an besonders ideenreiche und kreative Tourismusprojekte verliehen. Ausrichter des Wettbewerbes sind die touristischen Gebietsgemeinschaften Naturpark Zittauer Gebirge und Neißeland sowie die Europastadt Görlitz-Skorzelec GmbH. Sparkassenstiftung und Förderverein ausgezeichnet. Die Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und der Förderverein Kulturstadt Görlitz-Skorzelec e.V. wurden mit dem David-Preis 2014 des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes ausgezeichnet. Der David-Preis würdigt wirkungsvolle kleinere Projekte, denen es gelingt, mit einem gezielt eingesetzten Budget eine große Wirkung für das Gemeinwohl zu erreichen. So überzeugte die Ausstellung und Workshop-Reihe Gerechtes unter den Völkern die Juroren. Die Dokumentationsschau zeigt anhand von Schautafeln das Leben und Wirken jener, die sich während der Zeit des Nationalsozialismus insbesondere für jüdische Menschen eingesetzt haben. Bis zum 23. Mai 2014 ist die Ausstellung in großen Teilen noch im Landkreisamt in Görlitz zu sehen. Kommen wir nun zum Blick auf das Sportwochenende. Los geht's mit Handball. Am letzten Wochenende wurden sie als die populärste Mannschaft der Sportlerumfrage 2013 in Görlitz gewählt. Die Handballerinnen vom SV Kovik Görlitz. Am Sonntag kann man die Damen nun live erleben. So treten die Oberligaspielerinnen gegen den SGHV Chemnitz 2010 an. Mit einem Heimsieg gegen die Meisterschaftsfavoriten Markranstädt haben die Gäste vor zwei Wochen für die Überraschung in der Saison gesorgt. Eine besondere Herausforderung also jetzt für die Görlitzerinnen, aber Kovik-Trainer Jörg Adam sieht dennoch eine gute Chance, die Kontrahenten zu besiegen. Los geht's um 17 Uhr in der Jahn-Sporthalle. In der Sachsenliga der Herren spielt Kovik auswärts gegen den HV Oberlausitz Kuhnewalde. Auch wenn die bisherige Bilanz gegen den Gastgeber für die Neißestädter spricht, so wird es auch eine harte Nuss, die es am Wochenende zu knacken gilt. Spielbeginn ist am Sonntag um 16 Uhr. Letzte Trainingswochen nutzen. In knapp 30 Tagen fällt der Startschuss für den 41. Zittauer Gebirgslauf und Wandertreff, zu dem 2014 über 4000 Läufer und Wanderfreunde erwartet werden. Mit Laufstrecken über 600 Meter für die ganz Kleinen, dem Bambini-Lauf, über 4, 7,5, 17 und 35 Kilometer und Wanderrouten von 8 bis 42 Kilometern findet sich für Jung und Alt der passende Weg durch das malerische Gebiet des Naturparks Zittauer Gebirge. Mit zwei geführten Mountainbike-Trails und einer Inline-Skating-Strecke ist auch für ausreichend Bewegung für erwachsene Besucher des Familiensamstags gesorgt. Auf www.zittauer-gebirgslauf.de lassen sich alle Informationen rund um den Lauf noch einmal abrufen. Vorbeischauen lohnt sich also am 26. und 27. April auf dem Gelände des Sportzentrums in Olbersdorf. Und zum Schluss noch Fußball. Vor einem Kellerduell steht am Wochenende der GFC Rauschwalde. Die erste Männermannschaft reist zum Tabellenschlusslicht, dem LSV Spree. An diesem Wochenende wäre ein Sieg extrem wichtig, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen und den Ostritzer BC auf Distanz zu halten. Doch ist die Richterelf gewarnt vor einem Gegner, der in diesem Spiel alles geben wird, um den Klassenerhalt doch noch irgendwie schaffen zu können. Die zweite Männermannschaft spielt am Sonntag auf heimischem Geläuf gegen die Reserve von Empor Deutsch-Ossig.
Nach der bitteren Pleite vom letzten Wochenende ist vor allem Wiedergutmachung angesagt. Los geht's um 15 Uhr auf dem DTR. Das waren die Kurzmeldungen zum Sport. Ob die Fußballer am Wochenende bei Regen oder Sonnenschein spielen, das erfahren wir nun bei unserem ERTV-Wetter. Ob Sonne, Sturm oder Schnee, wie das Wetter wird, erfahren Sie bei uns. Das ERTV-Wetter. In der Freitagnacht muss in der ganzen Region mit Nebel gerechnet werden. Betroffen sind besonders die Gegenden Weißwasser und Zittau. Die Temperaturen 5 bis 3 Grad Celsius. Endlich zeigt sich die Sonne wieder einmal zum Wochenende und das nicht nur am Samstag. An beiden Wochenendtagen sind bis zu 17 Grad Celsius zu erwarten. Kurzum, raus an die Luft zum Spaziergang oder an den See. Wer dieses Wetter nicht nutzt, ist selber schuld. Auch Montag bleibt das Wetter unverändert. Es wird minimal kühler mit bis zu 15 Grad. Das war der ERTV-Ticker am Freitag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nutzen Sie das schöne Wetter, um sich draußen an frischer Luft zu bewegen, vielleicht etwas sportliche Aktivität zu frönen. Und wir sehen uns dann fit und gesund am Montag wieder zum ERTV-Ticker. Tschüss, machen Sie es gut.